Hier diese Linked-Zielgruppenerweiterungen aktivieren, das ist letztendlich etwas, also quasi eine sogenannte KI-Feature, also ein künstliches Intelligenz-Feature, das dir der LinkedIn-Werbezeichen-Manager anbietet, der aber noch sehr stark in den Kinderschuhen ist. Also ich möchte fast sagen, dass du grundsätzlich hier den Haken rausnimmst, denn du hast ja somit dann auch nicht wirklich, dass du gewinnst einfach mehr wieder an Kontrolle, an Übersicht, ja, was, welche konkreten, also einer der Hauptgründe, wo LinkedIn Werbeanzeigen schaltest und auch den höheren, da kommen wir gleich dazu zu, CPC, also Kosten, also höhere Kosten pro Klick und pro Conversion und pro Lead in Kauf nimmst, ist ja diese Granularität, die du hier an den Tag legen kannst, was die Targetierung betrifft, ja, das Targeting, also die Zielgruppen hier auswählen. Also hier ganz konkret, ich will nur die Zielgruppen bespielen, die hier irgendwo in der SAP-Community drin sind oder ähnliches, ja. Und viele, vieles mehr. Also das ist wirklich, nirgendwo findest du so eine granulare Zielgruppen-Targetierungsmöglichkeit wie auf LinkedIn für bezahlte Werbeanzeigen. Habe ich jetzt vorhin gerade zwei Videos hochgeladen, findest du hier oben die Links, beziehungsweise hier unten oder auf meinem YouTube-Kanal, wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. Deswegen würde ich hier immer den Haken rausnehmen, weil das ist jetzt letztendlich hier eine automatisierte Erweiterung dieser der Zielgruppe, die ich hier ganz penibelst genau hier eben targetiert habe. Also es ist meiner Meinung nach Widerspruch. Es wäre natürlich in Erwägung wert, das hier anzuklicken, wenn LinkedIn tatsächlich über eine hochintelligente KI verfügen würde, wo wir hier quasi so, ja, so Art Lookalikes hier automatisiert ja, hier noch hinzu adden würde, also hinzufügen würde. Ja, also, und das ist aber noch nicht so wirklich spruchreif. Also ich würde es einfach den Haken rausmachen. Das Zweite ist, bevor wir hier zu den Anzeigenformaten kommen, die ein bisschen umfänglicher ich nochmal in einem extra Video beschreiben werde. Ich würde hier bei den Platzierungen auch unbedingt das LinkedIn Audience Network hier rausnehmen. Das ist also genauso ähnlich wie auch bei Google oder Facebook, also dass man das wiederum die Plattform hier vorschlägt, auch außerhalb des eigentlichen LinkedIn Audience hier, also in bestimmten Netzwerksseiten, Magazinen, was weiß ich. Und da ist also Drittanbieter. Ne? Also das ist letztendlich, hat mit LinkedIn nichts mehr zu tun. Wir wollen ja explizit auf LinkedIn Werbung schalten und nicht wieder dieses Streuen. Ja, das wollen wir eben nicht. Dafür sind wir auch bereit, ja, einen höheren CPC, also etwas höhere Werbekosten in Kauf zu nehmen, um einfach diese Pinpoint, ja, diese speerspitzenartige Targetierung hier eben in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir würden immer auch hier den Haken rausnehmen. Hier ganz kurz noch bei Budget, will ich jetzt nicht extra ein Video drüber machen, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass du bei LinkedIn im Gegensatz zu YouTube-Werbeanzeigen, Google-Werbeanzeigen und Facebook-Werbeanzeigen, wo du auch, sagen wir, mit 5 Euro am Tag oder mit 250 Euro am Tag oder auch mit 1 Euro am Tag Werbeanzeigen schalten kannst, ja, also wenn du meinst, dass das sinnvoll für sich Sinn ergibt, aber auch hier schon sinnvolle Werbeanzeigen schalten können, ja, also für nur ein paar Euro am Tag, ja, Budget ist hier das absolute Minimum, ähnlich wie auf TikTok, ja, 10 Euro. Also du kannst hier nicht sagen, ich will jetzt hier nur für 5 Euro Tagesbudget, mindestens 10 Euro sein. Das heißt, wenn du jetzt eine Kampagne laufen lassen möchtest für 10 Tage, bist du mal Minimum 300 Euro los. Ja, dessen musst du dir bewusst sein, wenn du jetzt also mal für 20 Tage, also mal für einen ganzen Monat mit inklusive Wochenenden am Tag, einen ganzen Monat die Werbungszeit mal durchlaufen lassen möchtest, ja, dann hast du eben Minimum 300 Euro, dass du hier schon mal investierst, was ja jetzt wirklich nicht viel ist. Ja. Ich würde sogar hier empfehlen, nicht das 10 Euro Minimum zu nehmen, sondern Minimum 20, besser 30 Euro, damit du halt wirklich, also unter 1000 Euro würde ich jetzt nicht unbedingt anfangen, hier Werbung zu schalten, weil das ist einfach, also wenn du das Geld nicht hast, dann stellt sich die Frage, macht es überhaupt Sinn, hier jetzt Werbung zu schalten oder vielleicht solltest du noch etwas ansparen, ja? Also, weil du brauchst halt ewig, bis du irgendwie Resultate dann mal, dann hast du vielleicht irgendwie 3 Klicks am Tag oder was, ja? Ja, eben, das ist eben das nächste Video, das nächste Thema, wo ich gleich, das sind diese CPCs, wo du jetzt, sagen wir mal, auf Facebook, auf YouTube und so weiter nach wie vor immer noch für einen CPC, also für einen Cost per Klick, das heißt eine Person, die auf deine Werbeanzeige nur geklickt hat, ja, und dann eben den nächsten Step
wahrscheinlich auf deine Webseite, auf deine Funnel-Seite, auf deine Sales-Page, egal wo. Nur dieser Klick, ja, wo du quasi 50 Cent bis 3 Dollar bis 3 Euro, je nachdem, welche Währung du nutzt, ja, durchaus CPCs hast, ja, die auch noch unter einem Euro sein können, ja. Wahrscheinlich so um die 50 Cent bis 3 Dollar oder Euro rum, wird es hier bei LinkedIn in der Regel sehr schwierig. Das heißt, hier musst du damit rechnen, dass du ungefähr 2 bis 2,5-faches grundsätzlich hinlegen musst, aufgrund der Plattformen, die dir einfach mehr abknüpfen. Ja, dafür, dass du eben hier die Daten nutzen darfst, die halt hier LinkedIn, an der LinkedIn-Plattform als solches zur Verfügung stehen und die halt wirklich exorbitant genau sein können, ja, je nachdem, wen du halt targetierst und wie du es halt genau machst. So ein paar Beispiele habe ich hier schon ein paar Videos vorher gedreht. Wenn du die Videos vorher nicht gesehen hast, einfach bei meinem YouTube-Kanal mal kurz googeln, suchen oder hier oben schaue ich, dass ich einen Link reinhaue. Das heißt, hier bei LinkedIn hast du ungefähr zwischen 7 und 9 bis 10 Euro pro Klick. Ja? Also nur, dass jemand auf deine Webseite geklickt hat, ja, und mal ganz kurz auf deiner Salespage oder deine Webseite, Landingpage, Funnel-Page oder was du halt auch mal verwendest, nur mal kurz gesehen hat, also drauf gelandet ist, ja, bis zu 10 Euro. Und das ist schon ja, ein relativ starkes Brett. Das heißt, wenn du jetzt sagst, naja, nicht jeder Webseitenbesucher, der da, sagen wir mal, auch auf meine Webseite klickt, ja, führt dann auch, sagen wir mal, eine Conversion aus, sondern vielleicht nur 10% davon, dann bist du schon mal gut bei 700 bis 1000 Euro, ja, und um halt hier mal eine Conversion auszulösen, ja, das heißt, wenn du zum Beispiel deine Conversion ist jetzt zum Beispiel irgendwie ein Termin buchen oder in der Regel ist es Termine buchen, ja, also Erstcalls. Und das kann schon mal bis zu 1000 Euro kosten über LinkedIn, ja. In der Regel, wie gesagt, ist die Qualität einfach nochmal ein Stück weit höher. Ja, dass es dann unterm Strich teilweise sogar günstiger fährst, wie jetzt zum Beispiel auf Facebook oder ähnliches, wo du bei Facebook vielleicht 300 bis 400 Euro, manchmal sogar noch unter 300 Euro pro Terminanfrage, ich nenne es mal Terminanfrage, ja, in dem Sinne als maximal Online-Vertriebsziel, ja, bezahlen musst, ja. Und dann gibt es halt weitere Mechanismen, die du halt da einbauen kannst, um halt diese Terminanfragen eben nochmal nachzuqualifizieren, beziehungsweise du kannst dort auch einen Frage-Funnel, wo du nochmal gewisse Fragen oder wo du zum Beispiel Pflichtfelder drin hast, wie Handynummer, wie E-Mail-Adresse und so weiter und so weiter. Ich habe schon erlebt, dass manche Facebook-Kampagnen dann, sagen wir mal, du vielleicht nur 200, 300 Euro pro Terminanfrage halt bezahlst, aber nur eine von drei oder eine von vier Terminanfragen sind dann auch wirklich qualitativ so, dass du sie dann auch weiterverwerten kannst überhaupt, ja. Und das ist halt bei LinkedIn in der Regel ein bisschen besser. Da hast du dann vielleicht, zahlst du halt vielleicht dann doppelt oder zweieinhalb Mal so viel. Aber die Qualität der Terminanfrage ist halt vielleicht auch zweieinhalb oder dreimal oder viermal besser. Ja? Also unterm Strich muss es nicht bedeuten, dass du mehr Kosten hast für die Conversions, also die Terminanfragen, die du halt generierst über LinkedIn als wie über Facebook oder Google. Ja? Nur weil der CPC als solches zwei bis dreimal teurer ist. Status quo heute, ja, also 5. Dezember 2022. Das wollte ich damit nur sagen, ist ein ganz wichtiges Thema, weil da Leute, die halt noch nicht über gar keine Erfahrung haben oder wenig Erfahrung, halt hier sehr, sehr schnell orientiert sind, ja, oder irritiert sind, besser gesagt, ja, aufgrund der höheren Klickpreise und dann einfach die Finger komplett davon lassen oder einfach sofort Angst haben, irgendwelches Geld zu verbrennen, ja. Das ist generell so, ja, auch in der Offline-Lead-Generierung, ja, dass man sagt, na, man nimmt immer den günstigsten Anbieter und so weiter und dann merkt man halt irgendwann, okay, aber da stimmt die Qualität eben nicht. Also ich kann auch sagen, wenn ich sage, ich möchte keine 10.000 Euro im Monat für Werbebudget ausgeben, sondern nur 3.000, ja, dann kann ich mit den 3.000 unter Umständen auch null Resultate generieren, indem ich halt einfach nur das Günstigste vom Günstigsten mache, ja, und das ist halt einfach sozusagen die Denke, sollte sich immer mit Fokus immer auf Qualität, ja, und erstmal nicht so sehr, was kostet mich der Lead oder sowas, sondern wie ist die Qualität?
der Leads. Ja, ich habe schon IT-Kunden hier in München schon vor Jahren gewonnen. Ja, die haben Kampagnen geführt, ja, für 6 Monate, haben dann für einen Termin oder ein sogenanntes Lead 250 € bezahlt. Da habe ich gesagt, wow, das ist echt günstig, ja, für einen Customer Lifetime Value von mehreren 10.000 € oder vielleicht sogar noch viel mehr. Ja, das war ein IT-Security-Dienstleister. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viele Leads habt ihr denn generiert? Ja, insgesamt so 400. Okay, wie viel davon waren dann wirklich qualitativ so, dass du sagen kannst, okay, da gehen wir in den nächsten Sales Call, also in den nächsten Step rein, ja. Dann sagt er, ja, das war einer. Also, ja, also von daher immer auf Qualität, immer Quality First, ganz besonders im B2B, ganz besonders in der IT-Branche. Und ja, damit möchte ich das Video beenden. Schon wieder 10 Minuten. Und ich mache dann mal ein paar andere Videos hier, wenn es zum Thema Anzeigenformate geht. Da gibt es noch einiges dazu zu sagen. Es würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich möchte die Videos insgesamt nicht zu lange machen. Dann sehen wir uns auch da im nächsten Video. Abonniere den Kanal, wenn du noch nicht abonniert hast. Ja, gib dem Video mal einen Daumen hoch. Ja, ich sehe dann immer teilweise auch irgendwelche coolen Kommentare. Aber ja, abonniere einfach den Kanal. Würde mir sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ciao.